Ich mache gleich weiter, weil es geht um eins meiner Lieblingsthemen, um Podcast, um Audiostrategien. Und da haben wir den CDO, den Chief Digital Officer von Matzak, das heißt, die Hanna hätte sowieso ihn nicht ankündigen dürfen, von Matzak zu Gast. Bernhard Barnas ist da. Lieber Barnas, herzlich willkommen. Bevor Sie gleich loslegen, Sie sind ja Hamburger, stimmt das? Ja, ich bin Wahlhamburger und freue mich, heute hier zu sein. Das geht auch. Als Wahlhamburger, was ist Ihr Lieblingspodcast? Das ist ein Hamburger Podcast, ich werde das gleich auflösen. Ach, das ist der von Michael Trautmann. Der ist auch mit auf der Liste, aber es ist der OMR-Podcast. Philipp Westermeier. Schöne Grüße an Philipp. Ist ein bisschen aber langweiliger Lieblingspodcast, muss man auch sagen, oder? Jeder Manager findet OMR-Podcast super. Es kommt darauf an, wann man eingestiegen ist in diese Serie. Viel Spaß. Dankeschön. Das Thema Podcast ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen, denn das begleitet mich nun schon seit 15 Jahren. Ich beschäftige mich mit digitaler Transformation und das Stichwort Podcast haben wir heute schon an verschiedenen Stellen gehört. Aber ich nehme Sie jetzt einfach mal mit, weil ich leider jetzt nicht hier die Übung machen kann in diesem Studio, dass Sie mal alle die Hand heben und dann die Hand senken, wer welchen Podcast tatsächlich gerne hört. Deshalb lade ich Sie ein in meine Morgenroutine. Meine Morgenroutine: Steigen Sie mit ein, und zwar in mein Auto. Mein Auto ist seit 2 Jahren ein ständiger Begleiter auf dem Weg nach Hannover. Und zwar, um dort meinen Job als CDO zu machen. Und wie sieht meine Morgenroutine aus? Wenn ich dann morgens ins Auto steige, hat sich tatsächlich eins verändert: Ich höre kein Radio mehr. Und das sagt einer, der Radio.de aufgebaut hat. Was ich höre, ist tatsächlich, ich starte mit R&D der Tag. Das ist für mich der kompakte Blick da rein, was die Kollegen in 4 Minuten aus dem Tag berichten. Und wenn wir jetzt hier einmal durch meine Playlist zappen, kommen wir da schon an den OMR-Podcast. Ja, aus Hamburg, Philipp Westermeier, seit 5 Jahren. Bringt er im Prinzip den Blick in die Marketing- und Digitalszene. Und das ist eine Reise, auf die er einen mitnimmt, auf die dann einmal im Jahr auch vor Corona zumindest über 50.000 Besucher die Hamburger Messe sozusagen fluten. Ein anderer ist eben auch dieser schon eben angesprochene On the Way to New Work Podcast. Da treffen sich 2 Hosts, im Prinzip 2 Generationen, der Ex-Werber Michael Trautmann und der, ich sage jetzt mal, Jungunternehmer oder Digitalunternehmer Christoph Magnussen. Die 2 schauen auf das Thema New Work, und wer heute noch glaubt, dass New Work irgendwas mit Tischkicker zu tun hatte, kann ich nur empfehlen, zappen Sie mal in diesen Podcast rein. Ein ganz anderes Format hier aus Berlin, Matze Hielscher, der sich in einem imaginären Hotelzimmer mit seinen Gesprächspartnern trifft. Und zwar, der trifft bekannte, unbekannte Unternehmer, Politiker, um zwar in so eine Longform tiefer einzusteigen, in so ein persönliches Bild des jeweiligen Gastes. Und einen kurzen Blick, das reizt mich auch immer wieder, ist dies hier. Das ist der High-Podcast von Christoph Kiese, einem ehemaligen Medienmanager und Berater. Er schaut darauf, wie sich die digitale Transformation in Großunternehmen vor allen Dingen vorantreibt. Das sind meine Inspirationsquellen, wenn ich dann so 1,5 Stunden mich über die Autobahn bewege. Und wer hört denn das alles sonst noch? Und zwar lassen Sie uns mal schauen auf die Nutzung von Podcasts. Denn tatsächlich in Deutschland, 1/4 der Deutschen nutzen inzwischen Podcasts. Und das mit einer wirklich steigenden Verbreitung. Interessanter, witzigerweise, nur 5% der Befragten wissen nicht, was ein Podcast ist. Das ist ja übrigens so ein Kofferwort, wer es mal vergessen hat, besteht ja aus der Pod, der Kapsel und Broadcast. Und wenn wir mal in die anderen Länder reinschauen, so gut roundabout 40%, besonders stark in Spanien, Irland und Schweden, ist der Podcast verbreitet und wird intensiv genutzt. Aber in gewisser Weise sind die USA ein Heimatland für Podcasts. Eine enorme Verbreitung, eine extrem intensive Nutzung von Podcasts sehen wir gleich mal im Episodenvergleich. Die USA liegen ja gerne mal ein bisschen vor uns. Ich glaube, das Thema Podcast wird sich auch in die Richtung bei uns noch entwickeln. Wie entwickelt sich das in den Nutzergruppen? Im Prinzip 80% der Nutzer sind zwischen 14 und 49, kann man ganz deutlich sehen. Also ich würde sagen, wir haben da noch Potenzial in den älteren Zielgruppen. Aber schauen wir mal auf die Jüngeren. Kleine Haushalts-Mini-Marktforschung. Meine beiden Töchter
11 und 13, da sehe ich, wie sich das Mediennutzungsverhalten dramatisch verändert hat und ehrlicherweise ohne mein Zutun. Die beiden nutzen extrem viele Podcasts. Und ich würde mal sagen, bye-bye linear von TV und Radio. Wir sehen eine deutliche Halbierung von 2015 auf 2020. Überhaupt keine Überraschung. Damit leben wir in diesem Wandel. Die Frage ist, was machen wir daraus? Und wer macht da was daraus, ist die Frage, wer sind denn eigentlich jetzt diese Schaufenster, wo diese Podcasts intensiv genutzt werden? In Deutschland auf Platz 1 Spotify, Platz 2 ist YouTube. Interessanterweise die Bewegtbild-App, die tatsächlich für den Audiokonsum schon auch entsprechend genutzt wird. Und dann kommt erst Apple Podcast, die ja eigentlich das Thema Podcast entwickelt und vorangetrieben haben. So, und wo wird das Ganze genutzt? Meistgenutzter Ort ist tatsächlich zu Hause und auch eben unterwegs, sei es im Auto oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich habe schon mal eben gesagt, USA und Deutschland, wo ist da der große Unterschied? In der Intensität der Nutzung. Und zwar in Deutschland 4,3 Episoden werden im Schnitt gehört. In den USA haben wir da schon den doppelten Wert. So, diese ganze Vielfalt, was bedeutet das eigentlich? Vor allen Dingen nochmal zum Stichwort Radio. Über das Radio sagt man ja so, das Radio fühlt sich wie so ein Freund an, so ein Tagesbegleiter. Und für mich ist eigentlich so, wie ich auch mein Mediennutzungsverhalten sich verändert hat. Und da ist eigentlich das Beispiel des OMR eigentlich genau treffend. Das fühlt sich wie ein Club an. Ein Ort, in dem man sich regelmäßig tritt, in dem man eine fast persönliche, intime Atmosphäre vorfindet, wenn dann derjenige quasi im Auto zu Gast ist, den man immer wieder trifft. Und deswegen, das ist im Prinzip der Club, der Treffpunkt. So, wer trifft sich denn da? Was sind denn das für Formate, die wir im Podcast sehen? Insgesamt weltweit gibt es über Apple, wenn wir da mal schauen, über 2 Millionen Podcasts. Interessanterweise haben aber nur 720.000 Podcasts mehr als 10 Folgen. Das ist übrigens ein Indikator dafür, wie sozusagen, was die Lebensdauer eines Podcasts angibt. Und wie intensiv dann doch, was macht das dann aus 2 Millionen, wie viele dieser Podcasts sind tatsächlich relevant? Und welche Themen sind das, die dort gehört werden? Schauen wir mal auf die 14- bis 29-Jährigen. Da ist es vor allen Dingen das Thema Comedy und Unterhaltung, aber auch so etwas wie Leben und Lifestyle. Man beobachtet ja, dass so Themen wie auch Coaching, Lebenshilfe eine besondere Verbreitung findet und dort ganz neue Formate entstehen. Und dazu ganz anders in der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen. Da sehen wir nämlich das Thema Wissenschaft und auch Doku und Reportage. So, ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit Radio und Podcast beschäftigt und immer wieder auch mich mit in Nutzerinterviews gesessen und Nutzerinterviews geführt. Und für mich war es immer wieder interessant zu erfahren, warum Leute und wie sie Podcast nutzen. Und das große Thema war zum Beispiel Lernen. Nämlich der Zugang zu Wissen, einfacher zum Beispiel auch Sprachen lernen. Das war auf jeden Fall immer ein großer Hebel, wie sich Podcasts in den letzten Jahren entwickelt haben. Heute früh haben wir schon einen Einblick bekommen in den Drosten-Effekt. Da gab es nämlich den neuen Podcast mit dem Virologen. Und hier sehen wir mal die meistgenutzten Genres in der ARD-Audiothek. Und da gab es dann den Ausschlag im letzten Jahr, hier rosa abgetragen. Allein das Thema Corona. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es heute früh die Kollegen gesagt haben, ich glaube inzwischen über 15 Millionen Hörer, die diesem Podcast gefolgt sind. So, was machen andere Titel? Wir wollen darüber sprechen, was machen Verlage? Ich finde sehr interessant, was die Zeit macht. Die Zeit hat ja einen Podcast, Zeitverbrechen. Man könnte ein bisschen überspitzt sagen, ein True-Crime-Format für Intellektuelle. Auf jeden Fall ein extrem gut gemachtes Format, bekommt auch Preise. Aber besonders spannend finde ich auch diesen extremen Podcast, der Alles Gesagt heißt. Alles Gesagt ist deswegen besonders, weil er endet mit einem vorher vereinbarten Schlusswort, was dann der Gast spricht. Und das kann dann schon mal bis zu 9 Stunden dauern, wie das so bei Rezo der Fall war. Man bekommt bei der Zeit von Paul Auster bis, ich habe zuletzt Annalena Baerbock, treffen sich dort in diesem Podcast.
Aber vielleicht, Lars Haider ist hier und ich oute mich auch, dass auch sein Podcast Entscheidertreffen Haider sich tatsächlich auch auf meiner Playlist befindet. Interessanterweise stelle ich fest, dass ich diesen Podcast irgendwie immer auf der Rückfahrt höre. Aber es ist ein extrem interessantes, gemachtes Format. Ich finde, das Hamburger Abendblatt ist deswegen ein gutes Beispiel, weil es zeigt, wie ein Regionalmedienverlag es nutzt, seine Marke neu aufzuladen. Weil um was geht es hier am Ende? Die Frage ist, wie schaffen wir es in der digitalen Transformation, Marken aus der Printwelt in die digitale Welt zu übersetzen? Und ich finde es interessant, wie das Abendblatt es geschafft hat, diesen Kanal für sich experimentell zu nutzen. Und da rückt es fast, finde ich, etwas in den Hintergrund, ob es immerhin schon 200.000 Euro durch Sponsoring, wie ich mal gehört habe, eingenommen wurden. Es ist eher entscheidend, wie das Thema Bindung an die Marke und letztendlich Bindung auch an das Digital-Abo funktionieren könnte. Schauen wir drauf, was wir beim RND machen. Der RND produziert letztendlich ja Text, Audio und Bewegtbild. Und da war die Kamera einmal weg. Und wir machen verschiedene. Wir machen Kurzform, wir machen Langform, wir produzieren Nachrichten stündlich, 2 Minuten immer auf den Punkt, jede Stunde. Aber wir begleiten auch im Superwahljahr aus dem unserem Berliner Hauptstadt. Büro begleiten wir die Entwicklung in Richtung der Bundestagswahl. Was passiert international? Vielleicht noch 2 Beispiele. Einmal der Guardian seit 2004. Übrigens interessanterweise im Guardian erschien zum ersten Mal das Wort Podcasting. Und ein extremes Wachstum. Der Guardian hat mit einer seiner Shows tatsächlich einen weltweiten Erfolg gemacht. Der Erfinder von The Office hat einen Podcast, der inzwischen wirklich weltweites Renommee genießt. Und es ist Branding für den Guardian, für seine Modelle. So, die Frage ist, New York Times noch kurz, The Daily, auch ein bekanntes Format, weltweites Wachstum. Und ich will auf die Frage kommen, was ist das Geschäftsmodell? Ist das Geschäftsmodell Werbung oder ist es das vielleicht auch das Subscription-Modell? Gucken wir also die Frage, wie kann man damit Geld verdienen? Machen wir es ganz kurz. Ist es die Werbung? Ist, glaube ich, klar. Es gibt Audiospots zu Beginn, zu Anfang, eingesprochen von dem Host, das verspricht eine hohe Nähe zu dem Inhalt. Oder sind es eben auch automatisierte, eingeführte, fügte Spots? Spannend ist, wie entsteht denn eigentlich, wenn wir jetzt mal nur auf die Werbung schauen, in Deutschland der Umsatz? Dann gibt es tatsächlich, sagt man, rund 500 werberelevante Podcasts in Deutschland, die dann entsprechend 3 Werbeplätze haben. Rechnen wir das einfach mal, dann kommen wir also auf 1500 Werbeslots, die dort pro Woche vermarktet werden können. So die Schallmauer, also die Erfolgskennziffer, sind so rund 10.000 Hörer pro Episode, damit sich eine Werbevermarktung lohnt. Und tatsächlich den Werbekuchen in Deutschland, den Großteil, den machen eigentlich tatsächlich nur die 50 größten Podcasts. Wenn wir jetzt auf den Umsatz insgesamt schauen, durch Werbung mit 20 Millionen geschätzt in diesem Jahr, könnte man auf Gesamtmarkt sagen, das ist wirklich homöopathisch. Deshalb will ich eher, wenn wir auf das Teil Business sich schauen, gucken wir einmal, was macht denn eigentlich Spotify als die Nummer 1. Einfach, dass man diese Zahlen mal gesehen hat. Und zwar, Spotify hat seit 2019 $1 Milliarde in den Bereich Podcast investiert. 25% der Nutzer nutzen Podcast. Warum? Das ist extrem interessant und sehr, sozusagen die Taktik dahinter ist, es erhöht die Nutzungsdauer und der Content, insbesondere wenn er Spotify gehört, ist eben deutlich günstiger als Musikrechte. Hier ziemlich plakativ die Mitarbeiterzahl, inzwischen 1000, wenn wir das mal mit dem, da kommt schon eine ordentliche Millionensumme zusammen, was alleine in Gehälter dort fließt. So, die große Frage ist, welche Strategie verfolgen Sie? Ich gehe davon aus, dass wir hier einige Verlagsmanager haben, die auch vor der Frage stehen, wie kann man Podcast nutzen in der digitalen Transformation? Diese Frage stelle ich mir auch in meinem Job, wo ich mir die Frage stelle, wie können wir unser journalistisches Kerngeschäft in digitalen weiterentwickeln? Die Frage ist, welches
Welches Zielbild verfolgen Sie? Und wenn ich einmal die Perspektive wechsle und aus der Perspektive von Matzak da drauf schaue, dann haben wir uns ein Leitbild gegeben. Digitalabonnenten erreichen über Journalismus digitale Teilhabe an der eigenen Region und wissen, was Deutschland bewegt. Im Kern steckt, es geht um Journalismus und es geht darum, mit diesen digitalen Produkten eine digitale Teilhabe zu ermöglichen. Das ist das, was im Kern dafür steht, warum wir diese Inhalte entwickeln. Und diese Inhalte, das sind Text, Audio und Bewegtbild. Und Sie müssen sich fragen, wie können Sie Podcast nutzen und integrieren, um Ihre Marke im Digitalen weiterzuentwickeln. Vielleicht zum Abschluss, welche Strategien gibt es da, die man einsetzen kann? Gerade diese Woche vom Spiegel vorgestellt, der Spiegel Audio Plus, eine Integration, quasi das Vorlesen aller Artikel. Das ist integriert als Add-on im Abo oder eben einzeln zu buchen. Da gibt es auch verschiedene andere Angebote, die inzwischen ja auch von einigen Tageszeitungen genutzt werden, um Artikel vorzulesen. Auch da entwickelt sich die Technik weiter. Also Strategie 1, nutzen Sie die Möglichkeiten, dass, die Audioinhalte Teil Ihres digitalen Abos zu machen. Das zweite ist Apple Subscription. Nur einmal plakativ, diese Plattform liefert jetzt im Prinzip die Infrastruktur, um reine Abo-Modelle im Podcast aufzubauen und inzwischen weltweit ausgerollt. Also nutzen Sie die Infrastruktur, die Plattformen zur Verfügung stellen. Und das Dritte ist, nutzen Sie Plattformen, um Reichweite zu gewinnen. Da ist radio.de in Deutschland oder radio.net, unsere internationale Plattform, nur ein Beispiel. Und wir arbeiten daran, da die bessere Alternative zum Radio hören zu werden. Und mit Get Podcast lege ich Ihnen jetzt noch ein Beispiel an die Hand. Probieren Sie es mal aus. Tja, und jetzt hoffe ich, dass der ein oder andere Impuls dabei war auf dieser Reise durch die Podcast-Welt, vielleicht für eine Ihrer Strategien. Vielen Dank. Lieber Barnas, vielen Dank. Jetzt wäre ein riesiger Applaus normalerweise hier, aber es ist doch relativ leer. Ich habe noch einige Fragen sozusagen anstelle derjenigen, die Fragen gehabt hätten, wenn sie da gewesen wären. Die wichtigste Frage ist ja, wenn man mit so einem Podcast anfängt. Wann weiß man, Sie haben es eben schön gezeigt, viele Podcasts haben nur eine Folge, nicht die meisten, aber viele. Wann weiß man denn, dass man ihn weitermachen soll und wann sollte man ihn einstellen? Zunächst weiß man das leider nicht, sondern es gibt eine Vorbedingung, die heißt Geduld. Das, was sich herausgestellt hat, wenn man einen Podcast launcht, muss man sich die Zeit nehmen und sich vielleicht eine Zielmarke setzen, die einmal vielleicht eine Zahl ist, quantitativ, wo man hin will. Wir hatten einmal eben, haben wir von 10.000 Hörern pro Episode gehört. Aber es kann sich schon ab 5.000 lohnen. Es kommt ja darauf an, was ist die Zielgruppe? Wen will ich tatsächlich erreichen? Wenn ich eine sehr spezifische, kleine Zielgruppe erreichen will, kann das trotzdem die Nische interessant sein, auch für die Vermarktung. Was ist das Modell, was dahinter steckt? Also ich würde mal sagen, Richtung 5 oder 10. 5 oder 10? 1.000 Hörer auf einer Episode. Okay, und in welchem Zeitraum? Na, also ich würde mal die ersten 6 Monate gar nicht so... gar nicht angucken, am besten die Zahlen gar nicht angucken. Gar nicht angucken, ne? Das ist so, wie man den Livestream sich anguckt und denkt, hören Sie sich jetzt oder gucken Sie sich 3 oder 4 an, sondern man muss einfach ein gutes Produkt machen, Geduld haben und sich wirklich, das meine ich mit dem Why, man muss sich die Frage stellen, wo will man eigentlich hin? Wie wichtig ist es, dass man, das haben wir ja, die Chance haben wir, dass man Podcast eben nicht nur als Podcast begreift, sondern auch aus Podcast Texte generiert und in der Zeitung, auf der Homepage, auf die Podcast-Hinweis, auf den sozialen Medien, sodass man quasi einen Termin macht mit einem Podcast, aber daraus vielleicht ganz, ganz viele verschiedene journalistische Produkte generiert. Letztendlich ist es so, man muss in dem Dreiklang denken. Eigentlich würde ich sagen, egal in welchem, sagen, es geht darum, welche journalistischen Inhalte baue ich auf und in welchen Kanälen spiele ich sie entsprechend aus. Und das geht sogar so weit bis zum Event-Charakter. Auch in Hamburg, schönes Beispiel von der Zeit, die machen ein Podcast-Festival, experimentieren jetzt auch am kommenden Wochenende, damit Formate wieder live aufzunehmen. Kann ich nur sagen, wir machen das auch, das ist großartig. Wir haben teilweise Aufzeichnungen von Podcasts vor 500 Zuschauern, die dafür 20, 25 Euro Eintritt bezahlen. Ja, oder die Zeit macht das. Was haben ja. Sie mit der Zeit? Ist sie, nein, ist aber, jetzt, nein, können die auch zu Matzak nehmen? Nee, die gehört nicht zu sagen. Nein, aber ich wollte ein schönes Beispiel sagen. Die Zeit, aber es ist ein schönes Produkt. Die machen den Zugang dann eben für ihre Abonnenten. Ja.
Herr Warners, vielen, bevor Sie noch mehr von der Zeit erzählen, nein, unsere Zeit ist zu Ende. Vielen Dank, war sehr interessant.